So, dann fahre ich jetzt erstmal schnell die Seemaschine abholen. Ja. Dass wir dann gleich direkt durchstarten können. Das können wir machen, ja. So, und ich habe jetzt meine letzte Reihe hier noch und dann werde ich gleich das Ding holen. No. Ah, läuft doch. Du hast das Hashtag vergessen. Hashtag läuft. Läuft bei mir. Genau. So, gucken wir mal. Ach, da steht das gute Stück. Mensch. Und eine Palettengabel. Wo kommt die denn her? Soll ich denn auch jetzt die Seemaschine, die ich habe, verkaufen? Kannst du auch gerne verkaufen. Oder, ja, brauchen wir die denn jetzt noch? Na, eigentlich nicht, weil ich sag mal, so eine Seemaschine reicht. Okay, warte mal, dann... werde ich die jetzt mal verkaufen gehen. Nebenbei werde ich dann auch mein... das Ding abholen. Mhm. Ich muss mir nur sagen, wie ich jetzt das Gerät verkauft da. Da fährst du zum Händler. Ja. Dann gibt's, wo die Spritze hinter der Spritze steht, ist ein Viereck drin und da musst du einfach reinstellen. So eine gelbe Markierung. Genau. Ne? Aber nicht den Trecker mit reinstellen, ist der Trecker auch mit weg. Nein. Nur das Ding abstellen und dann rausfahren. Okay. Genau. So ist das. Bei dem Händler müsste, glaube ich, auch noch das Ding stehen, ne? Ja. Die Spritze, oder? Ja, die steht da auch noch rum. Okay. Guten ist so Morgen. Geil. Hallo. So. Machen wir dann die gelbe Markierung hier. Da. So. Ja, so ist das. Abstellen. Koppeln. So. Boah, wenn das Ding nicht immer so lahmarschig den Hügel da hochfährt, er. So, Fahrzeug direkt verkaufen? No, genau. Ja, genau. Vita Zen. War ja immerhin 9000. Oh. So, wo steht jetzt meine da? Weil, hast du ja gesehen, die Gabel und no, die Palettengabel habe ich ja schon geholt. Ja. Oh. Oh ne, ernsthaft? Was denn? Kann ich nicht ankoppeln. Was? Ja. Das ist wohl der Traktor dafür nicht ausgelegt. Was? Ah. Oh. Das ist schlecht. Och nö. Ah, komm her. Ach nee, warte mal, ich kann. Auch sein, dass ich falsch rumstehe. Warte mal. Ha! Ich hab dich! So, welches Feld müssen wir jetzt noch machen? Ich glaube die 38, glaube ich. Gut, na, da war ich ja. Ah, jetzt kann ich ankoppeln. Ach, bei meinem Feld, alles klar. So, fange ich mal eben düngen. Mhm. Ich fülle mich erstmal schnell auf und dann geht's auch gleich los. Ja. Was? Sehr gut. Gute Leistung, weitermachen. Jo. Ja, auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Ey. Siehste. Nein, nicht wie gesagt. Und ich meine, solange sich das rentiert später, wenn wir das trotzdem so hinhaben und dann trotzdem noch das gute Geld bekommen, dann von mir aus gerne. Also. Ich würde gern mal meine... Ach, alles klar. So. So. Bin ich ja schon mal hier. Jetzt muss ich nur gucken, was für eine Breite das hat. Hm. Ach nee, halt, stopp. Muss ich ja wieder einklappen. Ich muss doch erst auffüllen. Hm.
Gut, dass ich es jetzt noch gemerkt habe. Ja. So, wo war denn das? Im Mähdrescher stehe ich auch ganz schön doof hier an der Kreuzung. Das ist richtig, aber naja, willst du machen, wa? So, warte mal, der Gülletank war doch hier vorne, ne? Ja. Also das blaue Ding da. Ja, genau. Da. Die Liter passen dann rein. Ich glaube 1200 irgendwas, ne? Mhm. Nee. 1004, 5, 6, 7, 8, 9. 1920. Naja, läuft bei uns. Na, nur gucken, wie viel da braucht, ne? Schade, jetzt habe ich nicht aufs Geld geguckt, wie viele runtergegangen sind. Ach, egal. Solange das vom Geld her passt. So, jetzt ausfahren. Muss ich die senken? Ja. Okay, warte mal. Feldspritze senken und ein Feldspritze anschalten. Okay. Kann ich das auch auf dem Feld machen, wo schon was gewachsen ist? Kannst du tun. Lang. Ist ja neu. So, Zugfahrerstraße. Oh Gott. Gute Nacht. Ja, so fühle ich mich an. War ein bisschen kurz die Nacht. Ja, frag mich mal. Ich sollte auch mal aufhören, zu spät ins Bett zu gehen, ey. Das kenn ich. Ja, hab ich die letzten Tage ein bisschen übertrieben. Hm. Ja. Naja, man lebt nur einmal. Richtig. Warum nicht ausnutzen, ne? Genau. Schlafen kannst du, wenn du tot bist. Richtig. Was wir nicht hoffen wollen. Ja. User joined your channel. Aber die... Hallo. Und hey, guten Tag. Schlafmütze. Guten Morgen. Wir haben hier einen sehr erfahrenen Spieler, sag ich jetzt mal. Wir haben Geräte jetzt verkauft. Wir haben jetzt eine Spritze. Und ein, was war das? Und eine Direktseemaschine. Genau, wo du fliegst, sehst und gleichzeitig da... Also wir haben richtig was geleistet hier gerade, oder eher gesagt. Also hätte ich nie gedacht, also ich habe auch gar nicht gewusst, dass wenn man die Felder düngt mit der Spritze und so, dass wir da mehr Ressourcen rauskriegen, wusste ich auch nicht. Okay. Habe ich auch erst so nebenbei gewusst. So. Ja. Nicht schlimm. So. Also das Feld 24 konnte ich mit einem, das Feld 29 konnte ich mit einem Schub durchmachen. No, das ist schon... Ja, da muss ich ja gleich zu dir fahren kurz, ne? Ja, du kannst von mir aus jetzt auch schon hochfahren, jetzt gleich spritzen, weil es ist jetzt nicht so wild, ob du es jetzt vorher oder nachher machst. Ja, ich habe ja nur noch eine Bahn, so lange brauche ich ja nicht.
Na los, synchronisiere hin jetzt hier. Ah, fertig. Guck mal, jetzt sind wir schon drei Spieler. Ja, läuft das doch. So, was wollen wir denn ansehen? Das, was am meisten verkauft wird, ne? Ich nehme mal Raps, wa? Ja, mach. Solange wir noch haben, immer rein. User joined your channel. Man kann ja immer. Und da ist der vierte. Hallo zusammen. Hallo, grüß Hallo. Dich. Hallo. Oh, alle schon fleißig hier? Ja, selbstverständlich. Gibt keine Pause. So sieht's aus. Da siehst du, jetzt sind wir schon zu viert. Naja, dann kannst du bloß vorne weggehen jetzt hier. Richtig. So, das habe ich auch fertig. Jetzt komme ich zu dir. Ja. Hast du das eigentlich wieder separate Konti gemacht oder hast du wieder zusammen zu einem? Nee, das sollte an sein. Gut, dann habe ich jetzt 0. Okay, also haben wir es jetzt rausgefunden, ob es geht oder nicht. Okay. So, wie finde ich jetzt hier eure Session? Oder euren Server? Unter Germany, also Deutschland, dann Sayonara. Oder Self-Dub. Genau. Okay. Genau. Aber, Muskel? Ja? Du kriegst doch auch Geld, wenn du verkaufst, ne? Ich krieg auch Geld, ja. Warum hast du... Ah! So ein Anfängerfehler. Oh, ich könnte die gerade schon wieder selber schlagen. Ich wollte gerade sehen, wa? Was habe ich vergessen? Du musst die Sehmaschine anschalten. Haha. Läuft bei dir. Bekloppt, ja. Nochmal. Ey, das ist schon also wieder... Also soll ich jetzt warten? Mit Spritzen? Nee, kannst du ruhig machen. Fail. Schön gefailt. Blöd. Naja, ist egal. Nö, finde ich gut, dass du so engagiert mit dabei bist. Ja. Sehr gut. Nee, aber siehst du da diese Dinger hier an der Seite und so? Ja, ja, die klappen sich dann aus. Nein, nein, auf dem Feld, das Unkraut, siehst du das? Ja. Das, was ich meine. Ja, und das... Dafür so. Brauchen wir halt so ein Unkraut. Ja. Vernichter oder so ein... Naja, mal gucken. Kriegen wir hin. Was das wird. So. Achso, ich wollte euch bloß mal nebenbei sagen, ich nehme jetzt gerade mal eine Folge auf. So. Die erste, mal gucken, ob es hinhaut. Ach, Let's Plays. Ja, klar. Klar, okay. Wenn man schon mal die Möglichkeit hat, mit Leuten das zu machen, dann mache ich das doch direkt gleich. Ja, klar. Weißt du? Wir sind da ja nicht so. Ja, klar. So. 50% Abgaben, Dankeschön. Was? Ah, jetzt wird auch ein bisschen verschämt. Tja, wenn dann richtig, ne? Ja, ja. Bauer macht auch keine halben Sachen. Boah, jetzt. Was ist denn jetzt hier so? Bist du sicher, dass du hier gesehen hast? Ich habe noch nicht gesehen, ich sehe jetzt. Oh, achso, das ist ja egal, meinst du, ja. Richtig. Nee! Tabulator, du bist ein. Der will den ganzen Weg laufen. Na, das meinst du ja. Ja, ne, finde ich gut, ey. Wenn das so schön weiterläuft, ey. Na klar, läuft bei uns. So sollte es sein, ja. Hey, ich muss erstmal mit der Spritze klarkommen, mit der Ausbreite. 24 Meter sind ja nicht mal eben ja, so. Jo, ich stelle mich da an den Rand und so. Nein. Also als nächstes, wenn wir wirklich die Bäume absägen sollen, dann wirklich hier vorne, ey. Ja. Weil jetzt komme ich gar nicht mehr mit der Spritze rum. Scheiße. Jetzt muss ich erstmal einen halben Kilometer zurückfahren. Das ist schlecht. Oh, ja, nicht so weit, aber... Es geht, es läuft. Es passt gerade eben so. Sag ich mal. Wie war das Passwort? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kreativ. Ja. Naja, ne? Warum nicht? Wir wollen es ja nicht so schwer machen für den. Genau. Meine Frage... Ist jemand von euch computertechnisch oder, sagen wir mal, zeichnerisch... gut. Sag doch einfach Grafikdesigner. Ja, oder so, ja. Kann man auch... Ah, ja, was soll ich dazu sagen jetzt? Jein, kommt drauf an, was du möchtest. Synchronisiere. Ich raste aus, ja. Ich war von alleine. Ach, jetzt, schön. Dass mir mal irgendjemand in meinem jugendlichen Leichtsinn mal bitte erklärt, wie man diese Thumbnails macht. Achso, für Twitch meinst du jetzt? Oder halt für die Videos.
Muss die Ausnutzung ist einfach nur ein Bild reinmachen oder man kann direkt ein Bild hochladen und das dann damit synchronisieren. Sagen, ja, hier, da, das. Ich soll will ja, wenn du mal so manchmal bei anderen guckst, hier diese Schriftzüge und so, ne? Die will ich da auch mit rein haben, bloß ich habe davon keinen Plan. Das hat ja damals meine Ex-Freundin gemacht, weil die hat ja auch mitgearbeitet in diesem Projekt, aber die ist ja dann. Ja, die hat dann keine Lust mehr gehabt. Dann ist abgesprungen. Auf Mäus. Deswegen bräuchte man, sag ich mal, Leute im Team, auf die man sich so ein bisschen verlassen kann. Also zeichnerisch kann ich nicht dienen. Leider. Ich könnte es machen, ja, aber dann müsste ich mein Tablet da wieder rauskramen. Es muss ja nicht heute, muss ja nicht morgen sein. Ja, aber wenn du mir sagst, wie es ungefähr aussehen soll, so. Kann ich machen, ja. Können wir mal drüber sprechen, ja. Das wäre cool, ja. Haben wir vielleicht noch genug Geld für den dritten, vierten Traktor? Noch nicht, oder? Nee. Aber gib uns mal noch paar. Viertelstunde und dann hast du genug Geld drin, glaub mir. Ja, ich stelle doch gleich wieder die Zeit ein bisschen schneller und das Wachstum. Richtig. Ne, Wachstum hast du ja schon hochgedreht auf maximal. Ach ja, stimmt. Ja, die Zeit. Ja. Lass mich das hier noch fertig machen und dann geht das los. Also für drei Felder habe ich jetzt immer noch 28%. Das ist gut. Sollte so funktionieren. Naja. So, aber du kannst. Ja. So, dann werde ich das mal wieder da auf den Hof stellen. Die Spritze. So. Und dann wird damit auch durch. Oh, aufpassen. Da stand der Baum im Weg. Habe ich hier schon gespritzt, ja? Ja, hast du. Alles gut. Na, komm. Du haust ja gleich volle Kanne rein, ne? Na klar. Da hat er auch noch eine Ecke vergessen, gibt es auch nicht. Das ist normal. Weh, da wächst nichts, doch. Alles gut. Das reißt jetzt natürlich wieder raus in der Ernte, ne? Ja, ja. Das sind nachher die Euros, die uns fehlen. Pass mal auf. Ja, ja. Bankrott gehen wir. Ach, ja, mindestens. So schnell gehen wir nicht bankrott. Aber dann kannst du mir ungefähr sagen, wie das geht mit den Finanzen, wegen Kredit aufnehmen. Das kann ich dir sagen, ja. Weil ich habe nur gelesen, dass man das da bei der Bank irgendwie abbezahlen kann und pipapo, ja. Aber wie man jetzt so einen Kredit kriegt, das weiß ich nicht. Dann gehst du. Boah, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, beim Händler ist ein Schalter. Zu dem Schalter gehst du hin und da kannst du dann deinen Kredit holen. Okay, ja, dann. Hol ich gleich erstmal, je nachdem, was ich dann für einen Kredit kriege hier. Bestimmt 250.000 oder so. Ja, dass wir uns da nochmal einen Trecker holen am besten. Richtig. Den Radlader am besten noch. Ja. Wenn das geht, weil für den Radlader haben wir ja schon die Sachen alles parat. Mhm. Und ich meine, so einen vierten Trecker wäre jetzt für ihn jetzt auch nicht so schlecht. Nee, also weil Seemaschine brauchen wir erstmal nicht. Ja. Eventuell nochmal einen größeren Anhänger oder so. Wenn das Geld dann reichen sollte, ja. 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 Zelle. Wir wollen jetzt demnächst Bäume abhacken. Mit der Kettensäge und alles, deswegen. Ah, also, ja genau. Das wir dann erstmal in Bäume machen quasi. Genau, so, jetzt fahr ich mal kurz zum Händler. Mach das. Boah, ich muss bald tanken, ey. Ich hab nur noch Hälfte. Scheiße. Oh, so, wo ist denn jetzt hier? Wo bin ich überhaupt? Butter. Dann muss ich da rum. Hui! So hüpfendes Ding. Lass mich. Da, 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 da. Aber mich wundert das, dass ich den Verkehr eingeschaltet habe, aber kein Verkehr da ist. Das ist vielleicht kommen sie noch oder so. Vielleicht schlafen sie. Ja, haben wir gestern ja auch gedacht. Ja. Und dann kam den ganzen Tag nichts. Toll. Na, ist doch Sonntag. Ja. Naja, gut, okay. Da fährt keiner. Mal gucken, wie es reicht. Ah, wird schon.
Jetzt muss ich nur den Schalter finden. Das ist ja das Ding. Du hast gesagt, hier beim Shop da, ne? Normalerweise schon, ja. Noch ein Ei. Hey, ach da, Eier. Ja. Genau. Achso, die Eier, ja, kannst du mitnehmen. Und eventuell, dass du noch, sag ich mal, ein Feld kaufst oder so. Das wäre auch noch ganz gut. Okay. Oh, ich habe hier 19 Euro. Wie läuft das hier? Verdient hier jeder noch sein eigenes Geld oder wie ist das zu verstehen? Wieso habe ich einen Kredit von 100.000? Ach, muss ich den erst abzahlen? Hast du noch einen drauf oder was? Ich habe ja gar keinen genommen. Ja, man startet immer mit einem. Na toll. Ah, okay. Das ist volle Betrug. Brust. Ja. Also ich noch ein bisschen Geld machen. Zurück zu... Nein. Oh, der Kredit hat ja nur noch... Oh, 90.000. Naja, dann geht's ja noch. Geht. Aber wie viel kann ich mir leihen? Warte mal. Ah, ich kann mir was leihen. Oh, die was Banken werden eine kleine Größe Kredit als 200.000. Ja. Okay. So, nee, warte mal. Scheiße. Ah, geh mal aus dem Träger raus, bitte. Achso, ich bin ja hier drin. Das sieht echt bescheuert aus. Den Radlader wollten wir jetzt erst, ne? Dann haben wir nur noch... Ach nee, können wir gar nicht kaufen. Wieso habe ich nur 117.000? Oh, man! Kann mir... Hat jemand von euch Geld? Ich hab noch 6. Ich hab 19. Hatte jeder sein eigenes Geld, oder wie ist das? Ja, nee, das wurde doch aufgeteilt. Ich wundere mich gerade, warum wir 200.000 haben und ich hab nur 117.000. Ich denke, hä? Was? Einzahlen, bitte! 19. Na kommt, Leute, gib mir. Ich hab nur 6.000. Mit 19 Euro kommt man nicht rein. Ja. Ich stand sogar schon im Minus. Aber... Okay, warte mal. Ja, was machen wir jetzt? Am sinnvollsten ist wahrscheinlich Zeit und Wachstum hochzustellen, damit wir mal ein bisschen... Und noch ein Feld am besten, wenn wir das Geld noch haben. Weil sonst die drei Felder, wenn wir jetzt auf... das am Anfang werfen die ja erstmal nichts ab. Soll ich uns die 30 holen? Weil die ist ja gleich nebenan. Kannst du tun, wenn das Geld reicht. Ich guck gerade mal, weil das ist ja auch schon ein großes Feld. Mhm. Ich meine, da können wir richtig reinballern. Ja. Ja, gut, dann jemand dem Wachstum mit. Ja. Da. So. Feld kaufen. Normal wird. Okay. So, habe ich. Ist unser. Ich weiß nicht, da können wir auch wieder Raps anpflanzen. Ja. Raps gibt viel. Deswegen. Was haben wir denn gerade hier? Ja, immer noch 1088 Euro pro Tonne. Ja, guck mal. Ich könnte theoretisch noch einen Anhänger holen, einen größeren. Das wäre noch eine Idee, ja. Weil dann haben wir wenigstens das... Oder du kannst natürlich auch den... Wir haben da so einen kleinen Anhänger, du kannst natürlich noch einen zweiten kleinen holen, da hängen wir die einfach zusammen. Ah. Ja. Was zusammenhängen? Ach so. Ja. Okay, dann komm ich noch rein. So, aber dann. Welche Farbe soll er haben? Ist mir egal. Was dann? So, jetzt stelle ich mal die Zeit weiter. Hm? Was hast du denn jetzt gekauft? Den Kipper. Hier ist. Boah, ich glaube, ich brauche bessere Traktor hier, ey. Der zieht so nach rechts, ey. Es geht gar nicht ab. Er stellt die Zeit hoch. Ja, damit hier mal ein bisschen schneller was wächst. Na klar.
glaube, ich fange mal mit dem 24er an. Ja, dann könnte ja theoretisch schon einer hier das Feld 30 machen. Mit welchem Grade? Naja. Ja. Ja, ist blöd. Ja. Am Anfang hast du eh noch nicht so viel, das ist ja das Problem. Ich warte mal, bis was wächst. Was brauchen noch alles, um Bäume zu fällen außer Kettensäge? Die sind für wenn wir den Bondlader hätten, dann die Poltergabel und Sachen für sag schnell, den Anhänger haben wir für das Holz. Mhm. Ja, warum brauche ich mir halt nur einen. Ja, weil ich da aus Versehen Rasen gesät habe. Ja. Wir lassen das mal so im Raum stehen. Genau, es ist einfach. Das sieht wunderschön aus. Genau. Hör auf zu lügen. Es war nicht Wimbledon, aber. Ja, haben wir zwei getrennte Felder, ist aber auch egal. Naja, ist nicht schlimm. Dann kann der andere wenigstens sich auf den Träger setzen nachher und dann kann er Rasen mähen. Ja. Ja. So. Ja, dann warte ich mal, bis hier mal was kommt. Neblig. Neblig. Oh mein Gott. Sorte. Raps. Oh, Gerste geht wieder mal rum. Und Weizen. Oh. Tonne, okay. Ja. Ach, cool. Bei dem Nebelhusten, ja. Aber wenn wir Ballen verkaufen würden, ja. Die Silage, 1600 Euro ja, die Tonne, das ne? Das ist schon irgendwie viel, ja. Aber erstmal die kriegen. Ja. Erstmal Raps. Ja. Mais sehen und dann. Was haben wir denn noch? Kartoffeln können wir Zucker wie. Okay. Meldet sich auch mal wieder der Güterbahnhof bei uns, oder? Ich glaube nicht, der ist, glaube, den haben sie geschlossen oder so. Geht gar nicht. Ohne uns Bescheid zu sagen, Mann, ja. Weg schneller, hallo. Wachsen. Ja, ein paar Ersuchen. Aber hoffentlich nicht deine eigenen. Oh Mann, ja. Gefunden. Gefunden. Das ging ja schnell. Irgendwas wollte ich doch noch. Also wenn du immer so schnell bist, dann werden die Frauen keine Freude mit dir haben. Wollen wir uns noch ein Gerät holen für die Ballentechnik? Brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht. Okay, aber die Kettensäge kann ich schon nehmen. Kettensäge ist gut, ja. Weil ich glaube nicht, dass du irgendwie dann noch in die Kuhzucht einsteigen willst irgendwann, oder? Noch nicht wirklich. Gut. Man kann es später mal testen, ja. Ja, das ist gut. Also ich habe meistens nur Kuhzucht gemacht, weil macht Spaß. Es war übelst viel Aufwand und Arbeit, aber... Kann man den Tieren eigentlich Namen geben? Nein. Also du kannst einen Sohn, aber... Ich sag mal, die Animation von den Kühen finde ich übelst toll. Haben sie richtig gut hingekriegt, also... Ich habe jetzt auch mal auf meinen Steam-Account mal ein paar Bilder hochgeladen, ja, es ist Wahnsinn. Du hörst es sehr berlinerisch oder brandenburgisch an. Brandenburg. Also ich komme gebürtig aus Brandenburg, also ich weiß nicht, ob dir Cottbus die Ecke was sagt. Ja. Ich habe dann, seit ich 17 bin, habe ich dann in Senftenberg gewohnt. Und bin dieses Jahr dann aus dienstlichen Gründen nach Erfurt gezogen. So, ich habe ihn fertig. Okay. Das Feld 30? 38. Achso. So, die 30. Der Ninja im Raps. Ach da, kann man, 30. Könnte man nicht jetzt auch Bäume fällen und die irgendwie tragen? Nee, du bist nicht hier, Chuck Norris bist du nicht mehr.
Schade. Ja, das ist wirklich schade. Ja, dann komm mal her mit dem Traktor. Ich bin unterwegs. Achso, ja, weiß nicht, was wollen wir denn auf Feld 30 machen? Auch wieder Raps? Ja, was wir haben, haben wir. 38 haben wir jetzt auch gekauft. Ja. Ja. Und als nächstes würde ich dann die 25 holen erstmal. Mhm. Dass wir da erstmal so kleine haben. Dann würde ich sagen... Wie kommen wir dann noch für den Radlader? 115.000. Also noch voll fast. Jo. Ja. Die Bank müssen wir auch noch zurückzahlen, weil sonst können wir uns keinen Kredit holen. Das ist ja das Blöde. Das ist blöd, ja. Oh, der Rasen ist fertig, sehe ich gerade auf dem Kart. Möchte jemand mähen? Haben wir denn was zu mähen? Ja. Ja. Schön. Was haben wir dann noch von, was haben wir dann schon von den, von Stoll, gell? Und das Zeug. Ja. FZ30. Aus der FZ30. Bayer Multi 4150. Oh, der Raps blüht, das ja, ist schön. Ja, 105.000 brauchen wir dafür. Haben wir schon was, um das Gras überhaupt aufzunehmen? Ja, die Nova Cat. Man hat zwei Ideen. Steht hier auf dem Bauernhof, wollte ich gerade sagen. Ja, ist ein Bauernhof. Das sieht aber irgendwie ungesund aus. Ich meine, um das Gras aufzunehmen. Also wenn es abgemäht wird, muss es ja noch aufgesammelt werden. Achso, du meinst mit dem Ladewagen oder was? Ja, genau. Glaube ich nicht. Haben wir schon einen Ladewagen? Bezweifle ich. Ach, die Anreihe hier ist doch schon eine Anreife, oder nicht? Naja, lass erstmal noch in Ruhe alles wachsen, also. Ja, Hauptsache erstmal Geld kriegen, ja. No. Kann das mal schneller wachsen hier? Yeah. Gar nicht. Leute, ihr müsst Geduld haben. Das ist 3 Euro. Ach. Hat jemand schon die Spritze parat? Nein. Ja, ich stehe gerade daneben, ich kann die aufnehmen. Ja, aber dann kannst du schon mal nebenbei so die 30 einfach drüber düngen. Ja. Dann haben wir das auch schon hinter uns. Oh, es wird schon wieder dunkel. Geht gar nicht. Aber das mit Feld 30, ey, da kriegen wir schön was zusammen. Ja. Auf jeden Fall. Sollen wir überlegen. Und dann pro Tonne für Raps 1090 sogar jetzt schon. No. Das ist gut. Ist doch Schmerz. Auf jeden Fall. Ich meine, wir könnten auch einmal Weizen verkaufen. Können wir auch machen. Weil Weizen haben wir noch 13.000. Uns fehlt echt ein Traktor. Sag ich doch. Na wie gesagt, das was wir haben, gleich alles verkaufen. Also, das ist meistens immer das den Beste. 105.000 Traktor passt das dann. Mach ich die Mission, dann kriegen wir auch nochmal Geld. Ja, aber erstmal den Traktor kriegen. Den Radlader. Ja, das Feld ist fertig. Fahren! Das ist schon fertig? Ja. Ah, cool. Okay. Dann kann ich ja die Zeit erstmal zurückstellen. Ja, weiß ich, ja, sonst hätte ich gesagt, sonst hole ich uns erstmal einen Traktor, aber ist auch blöd jetzt, ne? Weil dann haben wir noch weniger Geld. Einer steht nur rum, das ist doof. Oh, der sammelt Eier. Oder, meinst du, ich sammle jetzt die ganze Zeit Eier hier? Ja, warum denn nicht? Eier sammeln macht auch Spaß. Bei Ostern haben wir aber noch nicht. Die Oster-Sonderfolge mit Eiersuche oder wie? Ja, genau. Let's play Eiersuche. Wie viel schieben mal Ostern vor? Ja. Hey, und da hast du Weihnachten die Bescherung. Oh, ja, ja. Hey, wenn die mal aufhören, so kreuz und quer die Eier zu legen, ist das möglich? Oder muss ich hier erst böse werden? Kennst du? Wie viele Hühner kann man eigentlich maximal haben?
Weiß ich nicht. Unendlich. Wie viele haben wir gerade? 11? Unendlich? Naja, stell einfach nur so ein riesiges Feld voller Hühner. Du musst nicht den Boden nehmen mehr. Brauchst du nur einmal rumrennen, du Ketten. Hühner vom Land. Freilaufende ja. Hühner. Passt. Richtig. So, wo verkaufe ich die jetzt? Beim Hühnerschrecker. Beim Hühnerverkaufsgeschäft. Wo? Das ist im Norden irgendwo. Muss man auf die Karte gucken, mit neuen rufst du auf. Ja. Da wo der Korb das ist. Nee. Wo so ein Huhn. Nee, wo so ein Huhn ist mit dem Ei. Ach, da oben, genau im Norden, ach, über der 8. Okay. Oh, da ich ja eh nichts zu tun habe, werde ich mal hinlaufen. Ne? Dann mach das mal. Geil, Sport. Rotkäppchen. Pass auf den bösen Wolf auf. oder auf den bösen Golf, wenn er von der Seite kommt. Aus dem Rapsfeld. Genau. Oh Mann. Oder die böse Schwiegermutti. Ja. Die hat nur Nudelholz. So nach dem Motto, ja. Kennt mich doch im Reisfeld. Ein Bett im Reisfeld. Ja, das ist immer. Reis kommt, weiß ich auch noch nicht ganz, aber wir lassen das mal so stehen. Ah. Wie war das gestern noch? Reis an Pflanzen? Ja, sag ich doch. Was, Samen an Pflanzen? Nein, Reis. Ach, Reis. Okay. Ich frag mich nicht, wie wir darauf kamen, aber... Ich würde es, glaube ich, auch nicht wissen. Doch. Oh. Was ist das für eine Fabrik hier unten eigentlich, wo ich jetzt bin? Da, so? Weiß ich, zwischen 16 und 15? Boah, weiß ich nicht. Ah, das kann hier die BGA sein, kann das sein? Nee, die ist ganz... Ach so. Ach ja, sorry, dann weiß ich's nicht. Dann ist sie einfach nur so da. Pico! Schön! Wollen wir gegen die Wand laufen? Aber da kannst du auch nicht reinfahren, da ist eine Sperre. Tada. Oh, Leuchtturm. Hallo. Ob ich Schiffe mit Eier beschmeißen kann? Nein. Die Facebook, wenn man die Eier noch werfen könnte. Das wäre natürlich cool, ja. Warte, fast mal schnell einen Mod. Ja. Mach mal, genau. Boah, nee. Ja, nee, da müssen wir erstmal einen Landwirtschaftssimulator reinfinden. Ist nicht schwer. Hier gibt's Zivilisation. Ja, da gibt's Menschen. Oh mein Gott. Hier gibt's Menschen? Hier gibt's Menschen? Aber Verkehr habe ich immer noch keinen gesehen. Das ist oh, jetzt habe ich das nicht gelesen. Wie viel? Hä? Ja, also ich bin jetzt hier bei dem Eiersymbol, aber habe mir das gerade nicht durchgelesen. Ja, du verkaufst das automatisch, sobald du an das Symbol gehst. Achso. Ja, gut. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich das verkauft habe, aber... Ja, also ich habe weniger Schulden als vorher. Natürlich. Ah, warum nicht? Allein hier gibt es ziemlich dazu. Man glaubt es kaum. Als wenn man noch nie Menschen gesehen hätte, weißt du? Ja. Oh, Menschen! Was sind das? Wo kommen die her? Kann man die essen? Kann man, ja. Oh, nee. Ah, ja. Wir haben 21 Uhr, aber die Sonne schon. Naja, nee, wir haben Sommer. Okay, ja, okay. Passt sich da ja der Jahreszeit an. Ja. Wenn du voll bist mit dem Mähdrescher da, wollte ich gerade sagen. Ja. Achso, nee, ich kann ja gar nicht fahren.
Oder fährt da schon jemand? Aber ein Traktor wäre jetzt echt nicht schlecht, ne? Ja. Jupp. Immer ernsthaft jetzt. Weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Dumme Frage, wenn du dann, wenn wir dann wieder hier runtergehen und du das dann morgen wieder startest oder so, ist dann der gleiche Spielstand da oder müssen wir wieder von vorne anfangen? Nein. Gut. Aber wir müssen am Ende der Spielpartie all unser Geld ihm geben. Das ist weg, ja. Also vorhin haben ja die 1500, die ich noch hatte, gefehlt. Echt? Oder die werden automatisch zu ihm dazu addiert, weil ich aber nicht glaube. Nee. Glaube ich aber auch nicht. Ja, nee, lass uns das auch lieber dann so machen, ja. Dann kann man das nachher wieder dann aufteilen dann. Sicher, sicher. Ja, komm, dann kaufe ich jetzt einen Traktor. Können wir dann wieder verkaufen. Genau. Ich meine, ist zwar blöd, aber... Kriegen wir hin. Ja. 37 Tonnen, da habe ich ja nur noch... Genau, oh, hatte Schraps, genau. Waps. So, wo kommen die anderen her? Meinst du jetzt geografisch so? Ja, geografisch. Saarland. Schön. Naja, Hamburg ist klar, ne? Ja, das haben wir ja erst schon ausdiskutiert. Und ich komme aus Hagen. Aus Hagen! Super schön, schön, ja. Da wohnt ein Kumpel von mir. Echt? Ja. Auch nicht schlecht. Mhm. Ja. Da liege ich ja voll mittig, ey. Bisschen. Naja, gibt Schlimmeres. Naja, ob ich den Berg hier hochkomme? Ja, bestimmt. Ach ne, wir wollten ja keine Experimente mehr mit dem Trecker machen, ne? Nicht, dass der schon nochmal umfällt. Nein, muss ich auch nicht haben. Ja. Das müssen wir nicht machen, ja. So. Nee, das haben wir gestern schon getestet. Müssen wir nicht haben. Naja, aber er hat draus gelernt, glaube ich. Naja, das ist doch schon mal was. Nein. Glaube ich, habe ich gesagt. Na toll. Man sucht immer noch Abkürzungen. Ach, ja, du. Nur mit vollen Anhängern nicht mehr. Nee, das ist vorbei. Das ist das. So. Drei Jahre später. Das dauert immer. Ein alter Mann ist kein D-Zug, merkt ihr das? Ich gehe schon straff auf die 30 zu. Alter. So. Naja, dann kann ich wenigstens auch rumgurken. Naja. Ist immer gut. Bin auch mal ein bisschen was zu tun. Aber hast du denn das Gefühl, wenn du hier das Raps jetzt erntest, ne? Hast du das Gefühl, dass da mehr rauskommt jetzt? Irgendwie nicht. Nee? Also sagen wir mal so, ich habe keine Vergleichswerte. Ich habe Raps schon nie abgebaut. Ich sag mal so, Raps hat ja ein geringes Volumen, ja? Also weniger wie Weizen oder Gerste. Das macht sich aber trotzdem bemerkbar. Das ist cool. La, la, la. Langweilig. Na? Boah. Seid ihr da alles schon fertig hier? Ja. Oh. Ich geh mal gucken, was ihr da vorne macht. Jo, mach das. Oh, sieht das schon gut aus, ne? Ja, klar. Warum jetzt? Drei Trecker, vier. Hier. Okay. Ja, ich bin jetzt auch in einem drin. Oh. Ja.
Da hat er die Linie vergessen. Ist das der Rische für den Dingsbums? Für den. Den Anhänger? Nee, nicht für den Anhänger. Für den. Palettengabel-Ding. Achso, nee. So schön, wenn man hier so rumgucken kann. Wir können ja mal so ein Traktorrennen machen. Oder? Ja! Ja! Ich hol das Auto. Später holen wir uns alle vier so den gleichen Traktor und dann machen wir ein Rennen. Ja. Das wäre eine Idee, ja. Mit Anhänger, der befüllt ist. Na, wer es als erstes ganz abliefert, der hat gewonnen. Abkürzen zählt nicht. Mist. Ja, gut, wer abkürzen wird, hat aber dann eventuell das Problem, dass er umfällt. Ladung weg. Das glaube ich nicht. Wir haben ja gar kein Gewicht mehr, ne? Das sagst du. Ich habe das gestern geschafft, so mit der Ladung, aber. Ja. Ich habe gestern schön den Abgang gemacht mit dem Trecker. Hey. Dankeschön. Jo. Also sag Bescheid, wenn ich ranfahren kann, ne? Bei dir da? Ja. Miau, fahren wir so quer übers Feld. Miau. Kollision. Miau. Nein, wir wollen ja, ne? Mal sachlich bleiben. Da wird das auch so machen. Jo, also ich bestimmt. Also ich würde es bestimmt so machen. Deswegen sage ich ja, ich würde es machen. Mann. Die finde ich cool. Ja, die Bäume sind ein bisschen. Ah, hindern. Lex des Todes! Jetzt die Bäume sind ein bisschen hindern. Hindernisse. Hindernisse? Hindernüsse. Hindernisse. No? Keine Hindernisse. Genau, Hindernüsse. Was, Hindernisse? Nein, Hindernüsse. Was sind denn Hindernüsse? Ich kenne bloß Walnüsse, Haselnüsse, aber keine Hindernüsse. Ich habe eben in der Nüsse. Nee, in. Hallo? Die nein, ich würde niemals so. Irgendwelche. Habe ich ja halt verstanden. Ist doch nicht schlimm. Mensch. Ha? Immer diese Missverständnisse hier. Ja, ist schlimm, oder? Beiderweges Denken ist immer schlimm. Oh. Gleich ist das Feld fertig, yeah! Ja, dann freust du dich schon mal auf 30, auf das Feld. Yeah! Ja. Ich glaube, da kann ich doch bald, da kann ich doch bald wieder bei der 24 anfangen, wa? Ja. Scheiße. Theoretisch? Nicht nur theoretisch, praktisch auch. Also, ja. also ich persönlich finde meinen Job ja ganz interessant gerade, ne? Also ich meine auch, also. Also du weißt, was ich auch richtig interessant finde. Du könntest jetzt mal gleich links neben mir fahren, damit ich das dann während dem Abmachen direkt einladen kann. Das wäre auch eine Idee, sonst ne? Ist er voll. Erstmal das Rohr ausfahren. Genau. Fahren wir das Rohr. Drecksau! Oh Mann, ja. Wir müssen schon näher sind. Ja, warte mal, das ist gar nicht so einfach mit dem. Ich Rohr weiß. Ausfahren. Mit dem Rohr ausfahren. Oh Mann. Dann komm, so. Da gibt's noch einen Fall, ist es kommt. Bett. Nein. So, jetzt können wir uns mal langsam nach vorne bewegen. So, ich hab ihn fertig. Ah, das geht schon. Der verschwendet schon nichts. So. Ich mach jetzt einfach automatisch vorwärts Dings. Kannst du anpassen. Ja, wird schon schief gehen. Was? Bist du ja auch gleich. Ach nee, das ist noch nicht voll. Ah, guck mal, das geht automatisch in die in den ersten rein. Ach, echt? Ja, siehst du. Und das ist praktisch. Aber ich warte mal trotzdem noch. So. Oh. Da war's ja. So, auf geht's zum nächsten Feld. Ja, yeah. Geht los.
Na, selbstverständlich. Na klar. So. Dann werden wir nochmal auffüllen. Wird schon schwieriger zu fahren. Vorher konnte ich 30 fahren und jetzt nur noch 25. Na toll. Ach,